Ja, dann ist es auch schon wieder soweit. Die letzte Woche, die letzten Tage vor Marathon. Diese Woche wird nicht mehr so viel passieren. 3 Läufe plane ich aktuell. Dann, ja, am Freitag die Anreise. Samstag dann Startnummer abholen. Den letzten lockeren Lauf. Ja, so sieht das aus. So der Plan für diese letzte Woche, würde ich sagen. Fangen wir an, los geht's. Ja, heute Dienstag. Ich mache noch mal einen mittellangen Lauf mit 2 mal 2 Kilometern in 4:15. Das, ja, ist dann auch der letzte wirklich intensivere Lauf in dieser Woche. Gestern habe ich eine Runde, ja, auf dem Rollentrainer wieder gemacht, da es den ganzen Tag geregnet hatte. Ja, da wollte ich jetzt nicht unbedingt draußen rennen gehen. Deswegen 20 Kilometer Indoor auf der Rolle. Ja, und heute dann ungefähr 12 Kilometer sollten das dann werden. Aktuell noch im Einlaufen, dann ja gleich 2 Kilometer in 4:15, dann 3 Minuten locker und dann nochmal 2 Kilometer und dann, ja, den Rest auslaufen. So sieht der Plan für heute aus. Ich hoffe, mich weht es hier nicht weg, wieder sehr windig. Dafür, ja, angenehme Temperaturen um die 12, 13 Grad, das passt. Aber halt, ja, recht windig. Das ist dann nicht ganz so schön. Aber naja, gut, dann würde ich sagen, geht's gleich auf die ersten 2 Kilometer. Die ersten 2 Kilometer sind erledigt, waren sogar jetzt etwas mehr. Gar nicht auf die Uhr geguckt, lief einfach so lang hin. Ja, deswegen jetzt, ich glaube, ein paar Meter mehr gemacht. Nicht schlimm. Kurz ein wenig locker laufen und dann gibt es auch schon die nächsten 2 Kilometer. Gleich geht's weiter. Ja, die zweiten 2 Kilometer habe ich auch geschafft. Jetzt die letzten 2, 3 Kilometer noch locker lang hinlaufen. Dann soll es das auch wieder für heute gewesen sein. Ja, morgen Mittwoch dann wird es nochmal 6 Kilometer locker geben. Ja, vielleicht zum Schluss die letzten Meter nochmal ein bisschen Geschwindigkeit, aber nicht viel. Nicht zu sehr anstrengen. Donnerstag dann nichts weiter geplant. Ja, und wie gesagt, Freitag dann die Fahrt. Also bis morgen. Ja, Mittwoch heute der vorletzte Lauf. Geplant sind nochmal um die, ja, 6 bis 7 Kilometer. Ich denke, viel mehr wird es nicht werden. Muss es auch nicht. Ist dann, denke ich, auch genug vorm Sonntag, vorm Marathon. Ja, der Puls heute auch recht weit oben, trotz relativ niedriger Geschwindigkeit. Keine Ahnung, woran das heute liegt. Vielleicht ein wenig die Aufregung. Wer weiß, wer weiß. Morgen werde ich dann noch Sachen packen. Ein bisschen was habe ich schon zurechtgelegt. Der Rest folgt dann morgen. Und ja, am Freitag, wenn alles gut geht, Freitagnachmittag, geht's dann mit der Bahn in Richtung Süden. Ja, heute oder gestern Abend dann schon die erste Streikankündigung der Lokführer. Soll aber morgen 18 Uhr vorbei sein. Somit hoffe ich, dass am Freitag dann wieder halbwegs Ruhe eingekehrt ist. Hatte meine Verbindung auch schon mit ausreichend Puffer geplant. Da ja immer mal irgendwas passieren kann,
Also bin ich erstmal guter Dinge, dass das alles klappen wird. Und würde sagen, ich drehe jetzt die Runde hier noch zu Ende. Und dann, ja, denke ich mal, sehen wir uns am Freitag wieder. Ja, angekommen in Bitterfeld. Also ich habe mich jetzt hier nach Bitterfeld fahren lassen. Reise geht gleich los. ICE aktuell noch pünktlich. Hatte gerade irgendwie schon des Öfteren mal Verspätung angezeigt. Ging immer hoch runter bis zu einer halben Stunde. Jetzt soll er aber doch wieder pünktlich kommen. Deswegen wurde es dann auch gerade etwas knapp. Aber sieht jetzt gut aus. Ich stehe am Gleis. Hoffentlich am richtigen Abschnitt, dass ich dann auch meinen Sitzplatz finde. Ja, würde ich sagen, geht die Reise gleich los. Gut, dann kommt er jetzt. Ganz schön frisch geworden heute, muss ich sagen. Ich hoffe, dass ich genug warme Sachen mit habe. Weil auch vor Ort soll es gar nicht so warm werden. Zwar sonnig aktuell laut Wetterbericht, aber halt auch nur 12, 13 Grad. Aber ich denke, in der Sonne sollte das trotzdem noch gut auszuhalten sein. In Richtung Verona. Es ist jetzt ja, kurz vor 8. Ja, war jetzt dann doch noch eine ganz schöne Reise hier, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal ankommen, mich hier ein bisschen häuslich niederlassen oder einrichten. Gucken, wie das hier ausschaut. Und ja, mal gucken, ob ich vielleicht auch noch irgendwie was zu essen bekomme, weil das ja. War jetzt halt nicht mehr möglich, ne? Hier irgendwie noch auf die Schnelle was zu bekommen. Jetzt mittlerweile schon 21 Uhr, gerade noch versucht ein wenig was zu essen aufzutreiben. Leider mit mäßigem Erfolg. Ja, der Zug ist irgendwie schon seit 5 Tagen unterwegs, hin und her. Und ja, irgendwie ist dann das Essen alles alle zum Schluss. Ist jetzt halt leider so, ja, in knapp einer Stunde wird er kommen und hier das Ding umbauen. Mir meinen Schlafplatz einrichten. Solange werde ich jetzt mein Sandwich noch essen. Weil, ja, das war jetzt das Einzige, was ich hier noch bekommen habe. Nachdem ich halt auch durch den halben Zug gelaufen bin. Ja. Aber was soll's. Verona, dann werde ich jetzt mal schauen,
hier vielleicht meine Sachen abgeben kann. Oder wie ich das mache. Weil es halt, ja, um 10 macht die Messe auf, die Startnummer abholen kann, das dauert noch ein bisschen. Also habe ich schon noch ein wenig Zeit, die ich jetzt irgendwie rumbringen muss. Hier ist dann morgen das Ziel, was ich dann diesmal hoffentlich auch erreichen werde. Ich weiß nicht, aus welcher Richtung man kommt, aber ich vermute mal von da und dann geht's hier lang oder andersrum. Werde ich ja dann morgen sehen. Gehen wir jetzt hier noch einmal drum rum und dann schaue ich mal, dass ich vielleicht irgendwo noch einen Kaffee bekomme. 5 Minuten vor 10. Die Messe hat noch nicht offen, muss ich jetzt noch einen Moment warten. Und dann, ja, werde ich mir meine Startnummer holen, kurz da mal lang schlendern, schauen, was es da so zu schauen gibt. Ja, gerade schon einen kleinen Stadtbummel hier hinter mir. Einmal ein wenig durch die Altstadt, wie man vielleicht gesehen hat, das Ziel oder Zielbereich schon mal angeguckt. Ja. Und jetzt warte ich hier noch und hoffe, dass ich danach, wenn ich zurückkomme, dann ins Zimmer rein kann, dass ich mich da vielleicht noch mal ein paar Minuten hinlegen kann, ein bisschen ausruhen, ja, bevor es dann noch mal an die Nahrungsaufnahme geht. Ja, so sieht's erstmal aus. Ja, gibt schon den ersten Applaus, wo man noch gar nichts gemacht hat, außer durchs Tor zu laufen. Aber auch nicht schlecht. So, Glück gehabt, Zimmer war jetzt schon frei, könnte ich schon rein. Morgen kann ich auch ja, ein bisschen länger drinnen bleiben. So dass ich dann hoffentlich nach dem Lauf, wenn alles gut geht, hier noch duschen kann, ja, dann wohl die Sachen zusammenpacken kann und mich dann zum Bahnhof machen kann. Das, ja, ist besser als irgendwie das Gepäck jetzt noch zum Bahnhof zu hucken oder irgendwo anders zu verstauen. Ich denke, so ist das ganz gut. Ja, jetzt werde ich mich kurz frisch machen, dann wahrscheinlich noch mal 1-2 Stunden ein bisschen ausruhen und dann vielleicht noch mal, ja, auf Essensuche gehen, wie gesagt, bis dahin. Ja, Mittagsschlaf ist jetzt vorbei. Jetzt glaube ich so 2 Stunden die Augen zugehabt nochmal. Und muss sagen, dass ich mich, ja, nicht wirklich gut fühle. Deswegen überlege ich gerade, ob ich jetzt noch eine Runde drehe, wie ursprünglich geplant. Ich wollte ja nochmal so 3-4 Kilometer irgendwas machen, nochmal ein bisschen lockern. Aber ich glaube, das, ich weiß nicht, hat glaube ich wenig Sinn, da ich jetzt eh auch schon einiges gelaufen bin, wahrscheinlich jetzt auch gleich nochmal ein bisschen mehr spazieren gehe, ja, auf der Suche nach einem Restaurant oder
irgendetwas. Deswegen glaube ich, werde ich jetzt nicht laufen gehen, sondern hier noch ein paar Minuten im Bett liegen und dann geht's los. Essen suchen. Ja, jetzt geht's gerade wieder ein bisschen durch die Altstadt. Ich habe ja ungefähr 2 Stunden Mittagsschlaf gemacht. Das tat wirklich gut nach der ja doch dann recht stressigen Anreise gestern. Ich wollte ja noch einen kurzen Überblick geben, was da so passiert ist. Ja, ist jetzt nicht so spektakulär, aber ja, ich habe halt schon 2 Stunden Puffer in München eingeplant, also 18 Uhr Ankunft in München. 20 Uhr sollte es dann weitergehen in Richtung ja, Nachtzug und in Richtung Verona. Genau, ging schon los, dass ja, der Zug in Bitterfeld irgendwie verspätet ankommen sollte. Da hatte ich dann schon erst überlegt, gut, fährst du ein bisschen später los. Also da war da mit einer halben Stunde Verspätung angezeigt. Wie gesagt, überlegt, ob ich dann noch ein bisschen warte, dass ich nicht zu lange am Bahnhof sitze. Bin dann aber doch ja, zur normalen Abfahrtszeit hingefahren, war auch ganz gut, weil kam dann doch pünktlich. Was natürlich dann auch im Nachgang sich als sehr gut erwiesen hat wahrscheinlich. Ja, und dann während der Fahrt habe ich so ein bisschen die Nachrichtenportale durchgescrollt und da stand dann schon was von, ja, von einem Zugunfall oder einem Zwischenfall. Da ist ein ICE mit einem Regionalzug zusammengestoßen, irgendwie zwischen Ingolstadt und München. Ja, da gab es dann eine Streckensperrung. Ja, und diese Streckensperrung hatte natürlich für uns dann zur Folge, dass wir umgeleitet wurden. Diese Umleitung war dann teilweise auch noch einspurig. Somit mussten wir dann ewig warten. Ja, da wurde aus der Ankunftszeit 18 Uhr erst 18.40 Uhr, dann 19.15 Uhr, 19.43 Uhr irgendwas. Ja, wurde halt auf jeden Fall immer später. Ja, und dann bin ich kurz vor 20 Uhr in München eingefahren. Hatte dann nicht mehr viel Zeit, bin dann gleich zum Nachtzug gelaufen. Ja, im Nachgang hätte ich dann vielleicht doch noch mir ein paar Minuten länger Zeit lassen können, weil der dann irgendwie auch 10 Minuten später los ist. Also hätte ich mir da irgendwo am Bahnhof noch was Vernünftiges zum Essen holen können, aber naja, sei es drum. Ich bin dann angekommen, war dann, ja, die Nacht war ja auch ein bisschen kurz, war ja generell schon, ja, kurz vor 5 irgendwann aufstehen, dann auch nicht so super geschlafen, deswegen dann vorhin doch recht fertig gewesen. Ja, glücklicherweise konnte ich dann gegen 12 schon das Zimmer beziehen und mich dann ja ein wenig hinlegen. Wie gesagt, jetzt bin ich hier unterwegs. Gucken wir das hier nochmal an. Werden wir gleich mal den berühmten Balkon anschauen, wo Julia oben stand und der Romeo wo unten drunter gerufen hat. Genau, und dann gucke ich noch was zu essen. Und dann geht es eigentlich auch schon wieder zurück zum Hotel. Sachen soweit vorbereiten für morgen und dann, ja, wie gesagt, Sachen vorbereiten. Frühstück soll es ab 5:30 Uhr geben, das ist ganz gut. Kann ich auch, ja, denke ich mal, gleich 5:30 Uhr, 6 Uhr frühstücken gehen und dann noch in Ruhe alles zusammenlegen. Ja, dann gucke ich mal, wo jetzt hier dieser Balkon sein soll. Ja, ich bin jetzt auch wieder zurück im Zimmer, habe ein bisschen was gegessen, hatte jetzt auch nicht so einen riesen Hunger. Mal schauen, vielleicht esse ich nachher noch eine Kleinigkeit, bevor ich dann schlafen werde. Ist jetzt 18 Uhr. So langsam wird es Zeit, mal die Sachen ein bisschen vorzubereiten für morgen, den Beutel zu packen, die Sachen zurechtzulegen. Ich muss noch ein bisschen schauen, was ich alles mitnehme. Morgen bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Und ja. Dann soll es das eigentlich auch schon für heute gewesen sein. Dann würde ich sagen, geht es dann morgen früh weiter beim Frühstück und hoffentlich dann bei einem guten Lauf.